So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit unserer lieben Lara Croft hier und Rise of the Tomb Raider. Jo, wir sind hier in der verlorenen Stadt Kitesh. Wir sehen auch gerade hier die letzte Schlacht gegen die Mongolen. Da sind die ganzen Belagerungstürme noch so und die Trebuchets stehen noch auf den hohen Gebäuden. Da wollen wir rein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier runter. Die Unsterblichen sind gar nicht so unsterblich. Finde ich. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Wo? Wo? Alter. Ich habe jetzt noch keinen gesehen. Ah, da unten ist einer. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Wo? Oh. Schneiden Sie alle Glocken Kitesh ab. Da oben ist noch eine Glocke. Aber ich will das jetzt nicht machen. Da muss ich jetzt so über die ganzen... Da ist eine Glocke. Da ist eine Glocke. Und wahrscheinlich irgendwo woanders ist auch noch so eine behinderte Scheißglocke. Nee, danke. Einmal jetzt netter. Wir müssen jetzt da auf die andere Seite. Ja, die wohnen hier, die ganzen Unsterblichen, die wohnen ja hier. Wir sind jetzt mal sneaky an dem vorbeigekommen. Oh shit, nee, oder? Why? Shit, sie schießen auf mich. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Ihr Wichser. Zeit muss sein, wir gehen jetzt erstmal looten. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Aha, interessant. So, und weiter geht's. Das ist doch ein Trebuchet auf jeden Fall. Der Sack. Lol, das klappt sogar. Was? Bist du? Das war der, das war Sergeant Schnuff Schnuff. Der hatte keinen Bock mehr. Auf einmal stand der hinter mir der Sack. Wie komme ich denn da hoch jetzt? Nee, das ist nicht möglich. Da sind drei Leichen runtergeflogen. Ja, wir hatten jetzt gelootet, die Säcke. Aber die haben eigentlich nichts Besonderes dabei irgendwie. So,
So, wir kommen mal jetzt da hoch. Gar nicht so easy irgendwie. Ganz easy, ganz easy. Dass die da noch ein Tribouget haben, ey. Boah, fickt euch. Aua. Ey, irgendjemand muss ja dieses scheiß Tribouget bewachen, ey. Funktioniert das, der Tribouchet hier? Was ist denn das? Oh. Ach, das ist noch so eine scheiß Ding. Dunk. Jetzt schauen wir uns mal den Tribouchet an, ne? Weil wir müssen damit das Tor einschießen. Kommen wir da hoch? Ah ja, hier. Geht die Ball hoch. Ah, ich muss mich wahrscheinlich da in dieses Laufrad reinhocken, gell? Das ist ja so ein Laufrad. Oder so, in der Richtung. Ah, ne, doch nicht. Wer schießt da? Welcher Mongo hat da jetzt geschossen? Sieht aus, als könnte ich das Tor ins Visier nehmen. Hä? Sieht aus, als könnte ich dieses Ding ausrichten. Vielleicht kann ich das Tor treffen. Ja, aber ich frag mich jetzt gerade, wo ich... Hä? Von hinten? Jedes Mal, wenn ich an dieses Gerät drangehe, kriege ich Schüsse von hinten ab. Ist das ein Bug oder was? Ich raff's nicht. Hä? Echt jetzt nicht. Was ist das für ein Bug? Jetzt mal ganz ehrlich, was ist das für ein Bug?
Was ist das für ein Fehler? Alter, du gehst da dran und kriegst einen Pfeil in den Rücken ab. Ich raff's jetzt gerade gar nicht mehr. Ich raff's jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Ich raff's echt nicht mehr. Nee, ich raff's echt nicht mehr. Ich raff's echt nicht. Leute, ich mache jetzt hier mal einen Cut, weil das ist jetzt etwas seltsam. Ich starte mal das komplette Spiel neu. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao. So, willkommen zurück, Leute. Ich glaube, ich habe den Fehler jetzt gefunden, und zwar gibt es einen Glitch hier, wenn man hier reinsteckt, und der geht jetzt nicht mehr. Ich habe einfach das Spiel neu gestartet und hat es funktioniert, beziehungsweise andere haben also auf YouTube den Tipp gebracht, einfach durch diese Pfeile, die hinten auf dich drauf geschossen werden, dadurch im Prinzip zu sterben. Das muss reichen. Dann mal los. Linke Maustaste zum Schuss aufladen. Los geht's. Geschafft. Ich glaube, da müsste ich durchkommen, ne? Ich würde aber gerne nochmal ballern. weg da? Okay. Ich glaube, wir können durchs Tor jetzt durch. Ah, ich sehe schon, ein paar Speicherpunkte hat es nicht übernommen. Moment, jetzt muss ich erstmal wieder die Steuerung. Oh, falscher Knopf. So. Da drin gibt es nämlich noch... Ah, hat es doch übernommen. Die Stadt müsste immer noch von diesen Soldaten nur so wimmeln. Ich sag ja. Ich will jetzt nicht unbedingt platt machen. Jetzt da hinten schönes. Da war ja andere Pfeile. Dann nehmen wir die Brandpfeile. Brauchen wir auch. Ach, das ist schon funny. Ich finde das extrem lustig, das Spiel. Also es macht unglaublich Laune, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Komisch war eigentlich der Preis. Der war eigentlich noch... Ich glaube, ich habe jetzt... Was habe ich jetzt gezahlt? 20 Euro? 30 Euro? Muss mal nachgucken, was ich nochmal gezahlt habe. Es war auf jeden Fall im Angebot und jetzt kostet es wieder 50 Euro. So, wir sind drin. Ah, das ist ein Lager. Können wir uns etwas ausruhen? Bevor ich dich je halten konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben. Das Jetzt ist keine Zeit zum Heulen. Wir müssen los. Hier gibt es auch Wetten, wieder noch ein paar Sachen zu entdecken. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Da ist noch was zum Lesen. Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben. Das erinnert mich irgendwie, ja. Wieso? Ja, okay. Ist ja auch egal. Pferde haben es komischerweise extremst überlebt hier. Oh, hallo. Ah, das schöne Pfeile für mich. Panzerbrechende Pfeile. Fuck, du blöde Sau! Der hat sogar noch überlebt, Alter! Ja, wir sollten eigentlich in diesem Zuge eigentlich die panzerbrechenden Pfeile nehmen. Aber so eine gute automatische Pumpe ist auch was Schönes. Alter Schwede, ich habe keine Munition mehr. Nimm doch die Pistole. Boah, fickt euch doch mal! Das überlebe ich nicht. Komm. Das war Stress.
hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Nee, jetzt bleibst du erstmal geschmeidig hier. Wir haben nämlich gar keine Munition mehr. Mädel. Jetzt müssen wir erstmal schauen, ey. Das Problem ist, diese ganzen... Genügend Pilze. Ich hätte mal wieder Pilze aufheben sollen. Da ist noch ein bisschen Sprengstoff. Das nehmen wir auch gerade noch mit. Pilze? Ach, keine Pilze. Credits gesammelt. Von Martin der Flsch. Ah, hier ist in dem Fall einer gestorben. Aus der Community. Und dem seine Credits kann ich dann natürlich aufnehmen. Munition. Komisch, davon haben wir jetzt komischerweise wieder Munition. Na, gucken wir mal da rein. Sind das jetzt panzerbrechende Pfeile? Oder haben wir da noch mehr? Ne, die müssten eigentlich panzerbrechend jetzt schon sein, ne? Ich frag mich, wie man die Hohlspitzmunition da einsetzen kann. Moment mal, da ist was. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Oh. Geh jetzt. Diese Unsterblichen, ne. Ich verstehe die nicht. So, wir brauchen ein Katapult, noch ein weiteres, ha? Da drüben ist eins. Okay. Aber da kann man hoch, wenn man irgendwas macht hier mit dem Teil hier. Warte. Wow, wow, wow. Chimichanga, my friend. Oh. Mal gucken, ob die Abstände reichen. Keine Wachen hier? Okay. Bip, 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 bip. Wo ist denn das Tor? Ah, da ist es ja.
und anvisieren. Oh. Oh, danke, dass ihr... Das ist ein Hindernis. Danke, dass ihr mir das jetzt sagt. Scheiße. Das heißt, ich darf es erstmal noch auf eine freie Bahn führen wieder. Damit ich das im Prinzip aus einer Entfernung schießen kann. Und dann wegreißen kann, ne? Wow, 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 Madam, Madam, Madam. Was soll das? Ole Nuss, du. Muss man einfach nur ziehen. Ich bin nicht stark genug. Scheiße. Oh, wir können Giftpfeile wiederherstellen. Oh, ah, doch nicht. Ich bin nicht stark genug. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Wir könnten auch einfach den da nehmen. Okay, da kann man sich nicht schwingen. Verdammt. Muss erstmal überlegen, wie wir das machen. Aber das macht man dann in der nächsten Folge hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Abenteuer mit Lara Croft dabei sein würdet. Und den Rise of the Tomb Raider hier an dieser Stelle möchte ich natürlich noch an meinen Twitter-Account erinnern. Mein Twitter-Link ist unten in der Beschreibung, da könnt ihr mir gerne folgen, da erfahrt ihr jederzeit, wann ein neues Video geuploadet wurde und sonstige spaßige News. Also, ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.